Wenn ihr mich nicht so lange quatschen lassen wollt hier, damit ich hier nicht so lange schmoren muss, wählt euch ein. Mensch, mir ist langweilig. Ich fange schon an, Daumen zu drehen. Ach, kaum beschwere ich mich. Willkommen zur Geisterstunde. Wen habe ich in der Leitung? Guten Abend, Herr Hutti. Hier ist Erika. Hallo, Erika. Ach, das ist ja nett. Was kann ich denn für dich tun? Ja, ich hätte gern mal was so, ob ich überhaupt eine gewisse Spiritualität habe. Also Punkt 1, natürlich, logisch. Ja? Spirit bedeutet ja Geist, mein Schatz. Ja? Ja. Und Körper, Geist und Seele gehört zu was? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Was haben wir denn nächste Woche am Wochenende für eine Party? Weißt du das? Ach ja, Pfingsten. Ja, da feiern wir die Friedenstaube, den Heiligen Geist. Ja? Mhm. Da war ich letztes Jahr, war ich auch in Kardinalsroth beim Papst gesessen und habe ihm zugeguckt, was er uns so erzählt. Du, stell dir mal vor. Also, Spirit bedeutet Geist. Und jetzt gucken wir uns deinen an. Drei Stapel links, Mitte, rechts. Welchen nehmen wir? Die Mitte. Okay, das ist tatsächlich bei dir so. Deine Zweifel auch, ja? Der Stillstand. Du möchtest dich gerne öffnen, aber dann kommt immer wieder so die Angst durch. Ja, das denke ich auch. Ja, das ist natürlich schon auch wichtig, mein Schatz. So, man muss natürlich auch aufpassen, was man tut. Aber du hast ja eigentlich... Was du ganz stark glaubst, sind die Engel, ja, an die Boten Gottes, die Boten, die zwischen Mensch und Gott agieren, ja? Er hat sie ja dafür eingesetzt, damit wir ihn verstehen und er uns versteht. So, und bei dir ist es so, dass du gerne mit ihnen sprechen möchtest, so, und dieses Sprechen blockierst du, ja? Du sprichst ja auch, wenn du betest. Mhm. So, und dieses Beten wird ja auch erhört. Das Einzige, was du ständig machst, ist, du bittest ständig. Stell dir mal vor, bei dir stehen 10.000 Leute vor der Tür mit einer Bittschrift in der Hand. Mhm. Was würdest du dann sagen? Ja, viel zu viel. Ne? Ah, weißt du, wie ich das gemacht habe? Ich habe einen ganz anderen Trick angewendet. Ich sage immer, wenn ich was will, ich danke dafür, dass ich es habe. Mhm. Ja? Versuch doch einfach mal, anstatt die Bittschrift auszustellen, dich für das, was du dir wünschst, Danke zu sagen. Mhm. Wäre das eine Möglichkeit? Ja. Da stehen nämlich noch nicht so viele vor der Tür. Höchstens die 200.000, die jetzt die Sendung gucken und hier versuchen anzurufen. Hey, Quatsch. Ja? Ja. Die kriegen das jetzt mit. Also. Mhm. Versuch mal, diesen Draht, den du da aufbaust, ein bisschen umzudrehen. Ja. Wollen wir das probieren? Oh, aber sicher. Also, ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, ich bin mal gespannt. Okay, also bedanke dich dafür. Mach ich. Und dann aber loslassen, ja? Keine 20.000 Bittschriften absetzen. Gut? Nein. Ja. Super, damit die Jungs auch das weitertragen können, ja? Ja. Damit die Datenspeicher nicht überladen sind. Sonst stürzt das System zusammen. Gut? Ja. Ich drück dich, Erika. Ja. Alles Liebe. Ja, tschüss. Viel Erfolg. Tschüss. Ja, tschüss. Ja,